in Person, Murat aus Köln. Heute werde ich euch ein wenig von meinem Leben berichten, ein bisschen was zeigen und dann könnt ihr mal gucken, wie das hier so läuft. Ne? Komm, du Tupis! Gib mal ein bisschen Gas, Albanan! Immer dieser Verkehr, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, ja. Komm mal hier, komm mal hier. Das ist immer dieselbe Scheiße, ne? Weil das Leute sind, die kein Auto fahren können, ne? Die haben ihren Führerschein hier bei Amazon, hier wird das auch mittlerweile. Kannst du direkt bestellen. 399,99. Oder hier bei Alibaba Express. Musst du 3-4 Wochen warten, aber dann hast du einen Lappen, Junge. Kopie vom Feinsten, das kann ich dir wohl sagen. Hammer, werdet noch grün hier! Ursula! Hammer! Hast du gesehen? Guck mal der, oh Banane. Guck mal der. Ist viel zu kalt, Junge! Das ist eine Erkältung. Zu meiner Zeit, da durftest du noch Teppiche waschen auf der Straße. Das hat keinen gestört. Da hatten wir noch hier Beleuchtung in den Karren, Beleuchtung, Bodenbeleuchtung, dicke Felgen, dicke Auspuffrohre. Das ist alles nicht mehr erlaubt. Paragraph dies, Paragraph das, Eintragung. Heute darfst du noch nicht mal freundlich gucken ohne Genehmigung. Hammer harte Zeiten. Hammer harte Zeiten. So, guck mal hier jetzt. Guck mal hier, einfach über Rot. Das ist Rot, Mensch! Hammer hart. Dann wundern die sich, ne, wenn die überfahren werden. Und wenn ich den dann überfahre, dann bin ich schuld. Ich bin schuld. So ist das. Wir fahren jetzt zur Polizei. Da habe ich nämlich eine ganz besondere Frage. Komm, Fräulein, komm, schlaf nicht. Ich habe da nämlich letztens was gesehen. Und das will ich dir mal fragen, ob das hier normal ist. Bin ich mal gespannt. So, da sind wir auch schon. Ja, kannst gucken. Und da steht es auch schon. Ne? Und genau das ist das. Das ist hier, guck mal, guck mal. Guck mal, das ist genau das, was ich meine. Ne? Das will ich jetzt fragen. Das will ich jetzt wissen. Ne? Das will ich jetzt wissen. So, jetzt pass mal auf. So eine schwule Musik hier. Kann aber auch nur hier im Radio laufen wieder. Ich weiß ja nicht, was die sich dabei denken. Weiß ich ja nicht. Ne? So, jetzt müssen wir aufgucken, dass wir hier nicht die dicken Felgen zerkratzen. Ne? Lass mal schön einparken. So. Ne? So, junger Mann, so. Das will ich jetzt wissen. Das kann nicht sein. Also, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Guten Tag. Guck mal hier. Das kann nicht original sein. Ja, guten Tag. Ich habe da mal eine kurze Frage an Sie. Ja, bitte? Die neuen Polizeistreifenwagen, die Felgen da drauf, sind das Originale oder haben Sie die nachgerüstet? Das sind Originalfelgen. Also ich muss sagen, das ist der Hammer, ne? Das wollte ich einfach mal wissen und sagen. Ne? Vielen Dank fürs Kompliment. Ja, super. Denjenigen, der unsere Fahrzeuge bestellt. Vielen Dank. Weitermachen. Cool, danke. Das ist tatsächlich original, hey. Die wird bei uns in Köln nicht. So, was hier, die Bayern, die haben Geld. Die Bayern, die haben Geld, ne? Haben Sie mal gesehen? Die dicken Felgen. Ne? Wir haben dicke Felgen hier. Das ist der Wahnsinn. Die wird bei uns in Köln nicht. Mal richtig frisch, ne? Das sieht mal richtig frisch aus. So, dann hätten wir das mal geklärt für heute. Gucken wir mal weiter, was hier auf dem Programm steht. So, weitermachen mit dem Programm. Haben Sie das gesehen?
So. So, liebe Freunde. Unglaublich. Unglaublich. Dass die hier in Bayern so eine Karren fahren, ne? Aber bei uns in Köln fahren die noch BMW E34 mit Doppelrohrauspuff. Guck mal, und hier, ne? Ja, da siehst du mal, wo das Geld hinfließt, ne? Da siehst du, wo das Geld hinfließt, ne? Wofür wir so arbeiten. Immer neueste Modell und auch noch mit dicken Felgen. Tja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Guck mal hier, ey, die kommen nicht voran. Kein Blinker setzen, nix, ne? Gib Gas! Hammacht! Hammacht! Guck mal, und wieder anbremsen. Und wieder anbremsen. Guck mal, Ampelgrün. Ampelgrün. Jawohl, Junge! Aber dickes Auto fahren! Du bist! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein hier. Das kann nicht sein. Guck mal. Das kann doch nicht sein. Guck mal, da wieder ein Streifenwagen mit dicken Felgen hier. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ne? Das geht nicht runter. Das kann nicht sein, ne? Nee, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Bin ich auch der Meinung. So. Haben wir wieder jemanden gefunden, der unsere Meinung teilt. Also, ne. Das kann so nicht. Guck mal, und da kommt der Nächste. Guck mal. Guck mal, und da kommt der Nächste. Und jetzt guck dich das mal an. Ne? Mit seinen dicken, dicken Felgen. So, jetzt pass mal auf. Ne? Guck mal jetzt hier. Komm. Oh, und Vollgas, ne? Ja, wir bezahlen den Sprit. Wir bezahlen den Sprit. Und Vollgas, ne? Direkt Kickdown. Komm, komm. Hinterher. Hinterher. So. Oh, was ist das denn jetzt hier? Ne? Guck mal, Vollgas. Okay. Dicke Felgen, dicke Auspuffrohr. Aber wenn es dann darauf ankommt, ne, und du willst das Gleiche haben, du willst das Gleiche machen, dann musst du zum TÜV. Dann musst du bezahlen. Eintragung hier, Eintragung da. Guck mal jetzt, mit Blaulicht über Rot. Mit Blaulicht über Rot und Blaulicht wieder aus. Hast du das gesehen? Ich werde mir auch hier. Da tue ich das hin. Blaulicht. Dann mache ich das auch. Und wenn die dann sagen, sie sind über Rot gefahren, sie haben hier Amtsanmaßung gemacht, dann werde ich sagen, hier meine Kamera, guck bei mir TikTok, Instagram, dann kannst du sehen, das machen deine Kollegen auch. Also mache ich das auch. Komm, Kollege. Guck mal, kann kein Auto fahren. Das sind die Nächsten hier, die Bullen. Können kein Auto fahren. Guck mal, einfach hier blinken, bremsen, blinken, bremsen, blinken, bremsen. Das ist immer diese. Und das sind nämlich genau die, die den Schutz haben. Ne? Die haben den Schutz des Staates. Die dürfen nämlich bei AliExpress ihren Führerschein kaufen. Ne? Die dürfen das. Ich werde den noch erwischen. Dann werde ich den fragen, warum der so Kickdown-Aktionen macht und meine Steuergelder verbrasselt. Zumindest nicht meine, die von den anderen, weil ich bin ja arbeitslos. Ja, möchte ich mal hier auch ehrlicherweise sagen. Die armen Leute, die arbeiten, es reicht ja schon, dass die für Leute wie mich bezahlen müssen. Aber dass die hier so Randale auf der Straße machen, das geht nicht. Das ist dann zu viel. Das ist dann zu viel. Ich unterhalte die Leute zumindest. Guck mal hier, guck mal hier. Guck dir das an. Kommen nicht voran. Kommen nicht voran. Kommt nicht voran! Guck mal hier, guck mal jetzt, guck mal. Blinken, rausfahren. Ich weiß nicht wohin. Oh, jetzt muss ich 3 Spuren wechseln. Oh, ich weiß nicht wohin. Das wusste ich vorher nicht, das weiß ich heute immer. Darum sieht deine Karre auch so aus. Sie sehen, ganze Seite im Arsch. Ganze Seite im Arsch. Darum sieht deine Karre so aus. Ja, kann ich mich den ganzen Tag drüber aufregen. Den ganzen Tag. So, wo kann man jetzt hier zum Park gehen? Wo gibt denn jetzt hier einen Park? Ein schönes Plätzchen. Wo gibt jetzt hier ein schönes... Ah, da gibt die. Guck mal, die.
Das ist genau die Ursula. Die ist Hartz IV, ne? Aber die redet super, weil die kriegt jeden Monat das Geld, die ist gesund, dann macht die noch ein paar Schwarzgeschäfte. Obwohl man es nicht glaubt, ne? Die macht Schwarzgeschäfte. Hier, die Ursula. Die macht das hundertprozentig. Ne? So junge Leute sind die am Jagen. Aber ich sag dir, die Ursula, die brave 85-Jährige, aber die hat Kokain zu Hause, hundertprozentig. Hundertprozentig. Das kann ich dir sagen. Ich wette mit dir, wenn ich hier irgendwelche Leute frage, so ältere Menschen, ob die die Ursula kennen und was die für Spiel am Treiben ist, dann kannst du mir glauben, da werden die sofort weglaufen. Jetzt warte mal ab, wenn ich da jemanden gefunden habe. Da, guck mal da, guck mal da. Das ist sie. Kennen Sie die Ursula? Kennen Sie die Ursula? Kennen Sie die Ursula? Nee? Ja? Was habe ich gesagt? Die werden sofort weglaufen. Sofort, nee. Ja? Guck mal hier. Entschuldigung. Kennen Sie hier die Ursula? Die Ursula. Kennen Sie die? Ursula. Die Ursula. Ursula. Ja, die kennen Sie, oder? Nein, kennen Sie nicht. Das habe ich mir wohl gedacht. Alles klar, danke. Ich habe dir gesagt. Ich habe prophezeit. Ja? Die hat nämlich richtig Dreck am Stecken. Richtig. Das kannst du mir glauben. Na, guck mal da, schon am Telefonieren. Hundertprozentig mit der Ursula. Ich kann es dir beweisen. Ich kann es dir beweisen, ob du glaubst oder nicht. Guck mal, ich weiß sogar, wo die wohnt. Ich werde da jetzt auch reingehen. Ich werde bei der alten Dame klingeln. Da hast du gesehen, das war der Herbert. Das war der Herbert. Und von dem war ich mir hundertprozentig sicher, dass der Kacke am Dampfen hat. So, und der ist gerade aus der Haustür von der Ursula rausgekommen. Jetzt pass auf. Da werde ich jetzt auch mal ein Besuchchen abstatten. Und dann kannst du mal gucken, womit ich zurückkomme. Ne? Dann kannst du mal gucken. So, jetzt geht es los. Hör mal, Ursula, der Murat hier. Ja, richtig, der Murat. Murat K. Hör mal, bist du zu Hause? Gut, dann komme ich mal kurz, ja? Alles klar, gut, bis gleich. Guten Tag. Waren Sie bei der Ursula eben? Nee, okay. Tschö. Ich habe doch gesagt. Ich habe gewusst. Die Ursula. Ich habe doch gesagt. Ich habe doch gesagt. Ja, guck mal. Ich habe doch gewusst. Ich habe doch gewusst. Immer das Gleiche mit den Alten. Siehst du, wenn du das Feinste vom Feinsten haben willst, gehst du zu Ursula oder zum Harald oder zum Herbert. Da kriegst du nämlich genau das, was du brauchst. Guten Tag, die Herrschaften. Das ist aber ein schönes Wetterchen heute, nicht? Ja, Gott sei Dank. Ja, das ist ein super Tag heute. Gott sei Dank, ja. Das ist, du bist ja ein ganz netter. Ne? Ah, ja. Ich kann schon hier sitzen. Ja, ich werde mich einfach mal da. Hör auf. Ja, die hat das gute Zeug gerochen, nicht? Die hat das gute Zeug gerochen. Ich habe gesagt nein.
war soeben bei der Ursula zu Besuch. Ne? Ja. Kennen Sie die auch? Weiß ich nicht, vielleicht. Ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Was? Dass sie die Ursula nicht kennen. Ja, vielleicht. Wir sehen uns alle hier, aber ich vergesse die Namen und weiß ich nicht, wer was. Aber die Ursula haben Sie schon mal gehört, ne? Ja, als Name habe ich schon gehört, ja. Aber weiß ich nicht, welche ist das Ihre Fuß. Ja, das ist die, die ihr Zeug verkauft, ne? Ja, ja. Können Sie mal Ausschau halten hier, nicht, dass die Bullen kommen. Ich müsste hier mal kurz die Nase pudern. Ja. Ja, die Ursula, die ist ganz, 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 ein ganz klarer Fall. Ja, das ist, man muss einfach gucken, dass man die Schnauze hält, dann passiert da auch nichts. Ne, leben und leben lassen, nicht? Genau, richtig. Wollen Sie auch ein bisschen probieren von dem Judenzeug? Ne. Ja, gut. Ja, das ist von der Ursula. Aber noch nie interessiert das Scheiße. Ah, der Ursula, die ist ein super Zeug, ey. Er holt das aus Kolumbien. Ach so. Mit dem Scheiße kurz mich jung, das interessiert mich nicht. Ja, rauchen Sie lieber Gras oder? Ja, doch. Ah, das ist auch eine gute Sache. Ich wünsche euch einen Tag. Ja. Komm, Baby, gehen wir noch ein bisschen. Gehen Sie jetzt auch direkt die Ursula mal besuchen. Hat noch viel da, ne? Nein, ich brauch das nicht. Ja, gut. Vielleicht der Kleine? Nein. Nein, nee, ist schön, ne? Nein, nein. Sie kam mir ziemlich aggressiv vor, ein bisschen so. Nein, sie kennt ihn nicht, deswegen. Ah, daran wird das wohl liegen. Wenn jemand sieht, erstmal oder zweimal, dann... Das ist immer die erste Reaktion, wenn man mich sieht hier mit meiner schönen Dauerwelle. Das sieht man ja heutzutage nicht mehr. Sind das wirklich Dauerwelle? Das ist meine Dauerwelle. Das ist sehr schwere Kunst. Das muss jeden Tag 7 bis 8 Stunden gepflegt werden. Das ist echte Haare. Das sind meine echten Haare. Mein Gott. Ja, das ist aber wirklich echt. Das können Sie mal. Wissen Sie, ich komme ja aus Köln. Das ist ja logisch. Ja, das ist, kennen Sie vielleicht schon meinen Kollegen Atze? Ach, den Deppen da. Ja, richtig. Und der hat mich damit angesteckt und seitdem kann ich mich nicht mehr trennen von der Dauerwelle. Ne? Das ist viel Arbeit, ich sag's Ihnen. Ich schiebe immer Nachtschicht, um das so frisch zu halten. Ja. Steht Ihnen wirklich gut. Sehr, da bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Sie haben Geschmack. Das sieht man Ihnen sofort an. Warum? Sie sind noch jung, da steht Ihnen. Aber vielen Dank. Vielen Wenn man Dank. Älter ist, dann ist das ein bisschen anderes. Das stimmt. Super, Sie wachsen nur auf Wasserköpfe. Ja, das ist wohl so, ne? So. Ich wünsche einen angenehmen Tag, ne? Viel Spaß, ne? Und gehen Sie mal die Ursula besuchen, nicht vergessen. Ja, ja. Sehr nette Dame, sehr freundlich. So, dann werde ich mal mein Programm weitermachen. Ich wünsche Ihnen auch einen angenehmen Aufenthalt. Das Wetter ist schön. Ich muss jetzt mal gucken, ob das Arbeitsamt hier schon überwiesen hat. Dann gehe ich mir ein Eis holen. Nicht? Also, machen Sie es gut. Hey, Cabron, guten Tag. Mein Name ist Jalapeno aus Mexiko. Ich suche hier ein paar gute Männer für verkaufende Kokaina. Hä? Komm, hau ab. Ah, si. Komm, weg. Ah, por favor, por favor. Weg, hau ab. Ah, komm, por favor. Hau ab. Kennst du nicht gute Leute? Kenn ich gute Leute, ich kann dir, aber nichts Kokain, hau ab. Ich kann dir zum guten Preis. Hau ab. Okay, machst du keinen Aufstand, Kollege Cabron? Sonst muss ich holen meine ganzen Leute und die schießen. Okay. Hast du keine Probleme? Ich schieße zurück. Hast du keine Probleme? Hau ab. Nimmst du diese, probierst du einmal und dann sagst du mir, ja, rufst du mich an. Hau ab. Rufst du mich an, Kollege? Cabron. Cabron. Da Startschwierigkeiten mit meiner Karre. Das ist der mit den dicken Felgen.
Wissen Sie denn jemanden, der mir da helfen kann? Nein, ich bin nämlich nicht von hier. Ja, könnten Sie mir nicht helfen beim Anschieben? Also nein. Sie schieben an und ich versuche zu starten? Nein, ich bin über 80 Jahre alt. 80? Ah, dann ist so, Sie sind noch jung. Ne? Gut, machen Sie es gut. Danke für Ihre Hilfe. Ne? Sehr freundlich. Das sind die Bayern, die können nicht mal helfen. Die können nicht mal helfen, Aufwand zu schieben. Da muss ich noch weiter suchen. Das ist hier ein Programm hier.